stehen vor ganz großen Herausforderungen. Ja, das ist jetzt nicht nur Corona, das ist tatsächlich Klimawandel. Ich dachte mir halt auch so, anstatt irgendwie Teil des Systems, des politischen Systems zu werden, bin ich halt lieber irgendwie Teil der vierten Gewalt und schaue halt einfach denen auf die Finger. Rassismus, Diskriminierung, eine Welt, die einfach immer bunter wird, die immer multikultureller wird und auch werden soll, immer inklusiver. Ich habe 8 Jahre in Ägypten gelebt und war da an der Mädchenschule. Und da war das schon noch relativ üblich, dass Kinder zu Hause geschlagen werden. Wie möchte ich leben und wie möchte ich mit meinen Mitmenschen zusammenleben? Fridays for Future eigentlich erst richtig politisch. Also ich habe davor eigentlich nichts in die Richtung gemacht, ich bin ja erst 14.